Ecke ist verdammt gefährlich. Auch weil die Schildkröte verrutscht ist. So, hier ist unser Korallenriff, das kennen wir schon. Das Boot da vorne kennen wir, glaube ich, auch schon. Ja, das Boot müssten wir eigentlich kennen. Schildkröte. Wir können uns das Boot ja trotzdem mal anschauen. Vielleicht waren wir ja noch nicht hier. So. Gluck, 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 gluck. Nö. Hier scheint nichts drin zu sein. Doch, der. Naja, noch eine Schatzkarte. Richtung Norden. Ne, keine Ahnung wo. Wird ja nicht angezeigt, wo wir sind. Oder ist das da unten der grüne Fleck? Dann könnte die sogar was bringen. Eine Schildkröte an Land. Sehen wir endlich mal ein paar Schildkröteneier? Nö. Da vorne ist ein Boot über Wasser. Wo geht das Korallenriff noch weit? Ich meine, wir haben ja gerade vielleicht mal an der Oberfläche gekratzt. Dass das so weit geht, hätte ich aber auch nicht erwartet. Gucken wir uns das hier doch mal an. Pack die Karte weg. Hier waren wir schon. Ich sollte die Kisten abreißen. Auch. Schade. Da vorne ist auf jeden Fall noch ein altes Gebiet. Am besten an der Küste erstmal
Das heißt, wir bleiben weiterhin erstmal in unserem Boot. Ja, dann hier rein. Dann können wir hier vorne nämlich parken. Das müsste. Ja, das ist hier die Ecke da. Und jetzt gehen wir. Nö, wir sind schon runter. Dann müsste es. Guck mal, da waren wir auch schon. Ja, ist ja doof. Ständig finden wir Schatzkarten, die uns irgendwo hinführen, wo wir schon waren. Schade. Hier unten ist ein Boot. Uah. Warum macht ihr immer diese Buffs zur falschen Zeit? Sprengstoff. Und noch eine zweite Kiste. Eine Uhr. Und noch eine Schatzkarte, die uns bestimmt wieder im Kreis führt. Ey, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch die gleiche. Sehen. Ja, die obere hier. Erfahrung. Was haben wir hier drauf? Explosion und Haltbarkeit. Sind ja voll die Bringer. Das ist gemein mit den Schatzkarten. Dass die auch doppelt sein können. Immer noch Korallenriff. Ich meine, es ist wirklich toll, dass die überall sind. Ich mag die Dinger, aber es nimmt halt der Sache auch etwas das Besondere, würde ich fast mal behaupten. Schildkröte. Was ist das? Da ist das. Ah, es ist nur ein Berg.
haben wir das Korallenriff hinter uns gelassen. Und was ist das? Es ist nur ein Hügel. Ein kleiner Unterwasser-Zombie. Da vorne leuchtet was. Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Da ist eine Schlucht, da ist wahrscheinlich wieder jede Menge Lava unten. Nein, doch ein bisschen. Und das ist auch nur eine Schlucht. Das Wetter schlaucht. Das ist jetzt aber ein Haus, oder? So eckig? Nee. Nö. Damit schon länger nichts mehr gefunden. Ja, da vorne ist ein Tempel. Ist doch ein Tempel, oder? Nee, das ist ein Haus. Oder? Ja, ist zur Hälfte ein Tempel. Die blauen Steine sind dunkler. Ich glaube, da unten war gerade einer mit einer Latte, mit einer Stange. Ja. Und wieder mal nix. Du hast nix für mich. Aber der lebt lang. Ach, ich hau ja auch mit Fleisch drauf. Muss ich mich nicht wundern. Ein bisschen frei machen. Hier nicht mal zumindest ein paar mehr von diesen Muscheln dabei haben. Aber mit Goldbarren bin ich eigentlich auch zufrieden. So, ich glaube, jetzt ist erstmal Ruhe hier. Das sind diese schönen gekringelten Steine. Davon haben wir auch kaum welche. Auch wenn man sie jetzt natürlich craften kann. Zwei Laternen, wunderbar, da freue ich mich sehr drüber.